Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Tageseltern sind ein Erfolgsmodell. Im System der Kindertagesbetreuung nehmen sie eine immer größere und wichtigere Rolle ein, eben deshalb, weil sie vielerorts eine Alternative sind zu Kindertagesstätten, kleinere Gruppen anbieten und eine familiäre Atmosphäre. Aktuell sind es in Brandenburg 14% aller Kinder unter 3 Jahren, die bei Tageseltern betreut werden. Im Jahr 2000 waren es gerade mal 0,4. Und ich finde, dass dieser Anstieg einerseits natürlich auch ein positives Zeichen ist, weil es einfach zeigt, dass die Vielfalt größer geworden ist. Und andererseits aber schon bedeutet, dass Kindertageseltern ein fester Bestandteil in der Betreuung sind und wir deshalb da auch ernsthaft hingucken sollten. Wir wissen, wie wichtig die ersten Jahre sind für die Entwicklung eines Kindes. Und deshalb sollte uns auch die pädagogische Qualität von Kindertagespflege ein wichtiges Anliegen sein. Die qualitativen Standards, die in Kindertagesstätten Einzug gehalten haben, die sind bei der Kindertagespflege noch nicht überall über die Türschwelle gekommen. Und ich finde, um jetzt auch auf das zu reagieren, was Sie, Frau Blechinger, gesagt haben und Gerrit, was ich von dir gehört habe, dass wir schon den Anspruch stellen können, auf Landesebene über Standards zu reden in der Kindertagespflege, weil die Kindertagespflege Bestandteil des öffentlich finanzierten Betreuungssystems ist. Das gehört da dazu. Deshalb ist es auch richtig, dass wir da über einen Standard reden. Und es kann natürlich sein, dass Menschen sagen, wir wollen das aber ohne jegliche Standards machen. Dann steht es jedem frei, auf der Basis von geringfügiger Beschäftigung oder was weiß ich, sich zusammenzutun mit anderen Eltern und zu sagen, da nehmen wir eben die Frau so und so von nebenan, die macht das klasse. Das ist immer möglich. Aber Kindertagespflege ist ein Bestandteil des offiziellen Betreuungssystems und deshalb, finde ich, sollten wir darüber reden. Und auch zu sagen, Kindertagespflege muss jetzt in den Händen der Kommune bleiben, weil wir Daten als Land nicht eingreifen dürfen. Und auf der anderen Seite aber zu sagen, bei Kitas, wo wir vorhin drüber geredet haben, die Qualität von Kitas, da muss das Land drauf gucken und das können Kommunen nicht. Das ist nicht konsistent. Das geht nicht auf. Entweder die Kommunen können es oder sie können es nicht. Und wenn sie es können, dann können sie es für sowohl Kitas als auch Kindertagespflegestellen, Personen. Und wenn sie es nicht können, dann können sie es weder beim einen noch beim anderen. Ich will aber auch noch mal deutlich sagen, es gibt in der Kindertagespflege hervorragend ausgebildete und engagierte Personen. Und es gibt auch Kommunen und Jugendämter, die sich vorbildlich um Weiterbildung, Vernetzung und Betreuung und auch hohe pädagogische Qualität von Kindertagespflege kümmern. Aber wenn wir uns an die Anfrage an die große Anfrage von der FDP aus dem letzten Jahr erinnern, dann ist das eben nicht überall so. Und deshalb wollen wir mit diesem Antrag gerne dazu beitragen, eine Debatte über Standards in der Kindertagespflege zu führen, die zu einer guten Qualität führt, ohne Kommunen unbotmäßig einzuengen. Und ich denke, das ist tatsächlich auch nicht ein Thema, was man gegen Kommunen führen sollte, sondern was man mit Kommunen führen sollte. Wichtigster Punkt für uns Bündnis Grüne ist bei diesem Antrag, dass wir Mindeststandards haben müssen, die es Tageseltern ermöglichen, Fortbildung und berufsbegleitende Weiterbildungen zu absolvieren. Und das insbesondere deshalb, weil wir ja wissen, dass die Grundvoraussetzung die Mindestvoraussetzung für eine Erlaubnis für Kindertagespflege nur ein 160-Stunden-Kurs ist. Ich weiß, dass die meisten besser ausgebildet sind, aber trotzdem ein 160-Stunden-Kurs ist gemessen an der Erzieherausbildung schon relativ mager. Und man kann sich vorstellen, dass abgesehen von organisatorischen Grundkenntnissen da nicht mehr viel reinpasst in so einen Kurs. Uns ist auch der angemessene Vergütungsrahmen wichtig, weil die Menschen von der Arbeit leben können müssen und weil es eben eine Arbeit ist, der eine hohe Wertschätzung gebührt. Wir haben jetzt eine Spreizung von zwischen 340 ungefähr und 725 Euro pro ganztagsbetreuten Kind. Das ist auf jeden Fall merkwürdig hoch. Da sollten wir hingucken. Wir haben auch große Sympathien mit der Förderung von Kooperationen von Kindertagesbetreuungseinrichtungen und Tagespflegepersonen, weil wir denken, dass hier für die Eltern und auch für die Betreuungspersonen ein sehr viel verlässlicheres Umfeld geschaffen werden kann und solche Netzwerke den Austausch befördern, den inhaltlichen Austausch. Sie können Randzeiten abdecken und natürlich auch Krankheit oder Fortbildung und sonstige Ausfallzeiten ersetzen. Da die Tageseltern in der Regel Selbstständige sind, brauchen sie trotzdem oft Beratung. Und ich denke, viele Jugendämter bieten solche Beratung ganz hervorragend an.
An manchen Stellen funktioniert das nicht so gut. Als letztes noch den Punkt Inklusion. Auch im Punkt Inklusion gucken wir nicht gut genug hin. Dieser Antrag, den wir gemeinsam mit der FDP hier einbringen, der beinhaltet ganz viele verschiedene Aspekte und er soll Diskussionen und Austausch anregen und nicht einengen, sondern ermöglichen. Er soll die Tagespflege in der Vielseitigkeit als feste Säule neben den Kitas stärken und unterstützen. Das ist die Intention dieses Antrages.